Hallihallo, hallihallo Leute. Und zwar möchte ich euch heute mal näher bringen den Unterschied zwischen einem Skirt, Brim und Raft. Was wir sozusagen, was in jeder Software, also in jeder Slicer-Software für euren 3D-Drucker einstellen könnt. Hier habe ich jetzt einen Cura gemacht, aber das geht auch in den anderen. Damit ihr einfach mal seht, was der Unterschied zwischen den drei Sachen ist, habe ich dreimal das gleiche Druckstück ausgedruckt und im Grunde genommen, damit ihr es seht. Dies hier, das erste, ist ein Skirt. Skirt heißt so viel, wenn ihr das mal seht. Ich nehme das mal hier hoch. Da habt ihr hier das Druckstück. Das hat hier mit der Bodenkante die Bodenhaftung an der Platte. Und rundherum wird einfach nur so ein dünnes Teil gedruckt, was keine Berührung hat zum Druckstück selbst. Und das hat nur den Sinn, dass das Filament aus dem Druckkopf rausfließt, bevor er anfängt, das Druckstück zu drücken. Na, also der Nachschub sozusagen gewährleistet ist. Das nächste ist der Brim. Brim, wenn ich ihn mal hochhebe, hat Verbindung zum Druckstück. Wird also bis an das Druckstück wird es rangedruckt. Hier unten ist der normale Boden vom Druckstück. Wird also rangedruckt. Ihr könnt einstellen, meistens wie breit das sein soll. Ich hatte hier jetzt 5 mm eingestellt und das geht im Grunde ganz einfach ab. Man muss hier einmal rundherum längs klicken und schon hat man diesen Brimkreis abgenommen. Und jetzt kommt gerade meine Katze ins Bild. Ich finde das auch ziemlich interessant. Und das letzte ist ein Moment. Ja, das geht so nicht. Ich nehme sie mal eben runter. Und das letzte ist der Raft. Der Raft ist auch mit dem Bruchstück verbunden, aber der Boden von dem Bruchstück guckt hier nicht raus, sondern das ist eine eigene komplette Bodenplatte. In diesem Fall habe ich zweimal quer unten so ein Muster gedruckt, wie man sieht, und obendrauf zwei glatte Schichten, dass eine glatte Oberfläche ist. Da kann man auch einfach meistens dran ziehen mit ein bisschen Ruck und dann bricht es hier in diesem Fall durch, aber jetzt ist es komplett vom Bruchstück abgegangen. Das hier ist ein Raft. Warum diese Unterschiede? Der ganz normale Skirt, den könnt ihr eigentlich fast für jeden Druckstück benutzen, wo die Bodenhaftung gut genug vom Druckstück selbst ist. Das heißt sozusagen, wenn es groß genug ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein ganz kleines, wenn ihr einen Tierausdruck mit vier Füßen, und das wird von unten nach oben gedrückt, und die Füße sind ganz, ganz klein. Dann kann es eben passieren, weil erst jeder Fuß einzeln gedruckt wird, bevor sie über den Körper verbunden werden, dass sich die Füße von der Bodenplatte lösen. Dann kann schon der Brim helfen, weil das Druckstück ist so ein bisschen damit verbunden und dann durch dieses Rundherum hat es eine bessere Haftung. Der Raft dagegen, der hat eben eine Riesenhaftung, also weil es macht einfach das Druckstück viel größer, wie ihr seht. Und das Druckstück wird dann auf den Raft draufgedruckt, sodass da auf jeden Fall eine bessere Haftung vorhanden ist, oft als auf eurer Druckplatte. Kommt natürlich darauf an, wie ihr die Druckplatte gestaltet habt, wie gut da die Haftung ist, was ihr von den drei Dingern braucht. Nur damit ihr mal seht, habe ich eben einfach euch mal 3 Stück ausgedruckt mit verschiedenen Sachen. Dann wisst ihr mal Bescheid, was das bedeutet. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch das Video gefallen hat, macht bitte einen Daumen hoch oder wenn ihr noch Fragen habt, stellt gerne einen Kommentar. Rein und über einen Abonnent, also wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, würde ich mich auch freuen. Bis dann, tschüss.